Was ist der Docht beim Dampfen? In der E-Zigarette erfüllt der Docht eine ähnliche Funktion wie der Docht in einer Kerze. Bei Kerzen sorgt er dafür, dass ein flüssiger Brennstoff, eben das Wachs, der Flamme zugeführt wird. In der E-Zigarette transportiert der Docht einen flüssigen Stoff, nämlich das Liquid, zur Wicklung, um es der Verdampfung zuzuführen. Der Docht in elektronischen Zigaretten stellt den kontinuierlichen Liquidfluss vom Tank zur Verbrennerspule, quasi Coil, sicher. Dochte gibt es beim Dampfen in unterschiedlichen Variationen aus verschiedenen Materialien. In den Anfangstagen der E-Zigarette, wie wir sie heute kennen, waren sogenannte Clearomizer sehr beliebt. Hier hing eine Silikatschnur von der Coil in den Tank, um das Liquid zu transportieren. Hier haben wir so einen Clearomizer. Der zum Beispiel hat 4 Dochte, quasi, die bis nach unten im Boden von diesem Clearomizer führen. Genauso wie bei dem, der hat es etwas anders. Der hat jeweils auf einer Seite 4 Stück, die natürlich auch bis zu 0,2 Milliliter das Liquid aufsaugen. Heutzutage wird häufig unbehandelte Watte verwendet, welche für den Liquidtransport verantwortlich ist. Durch den Einsatz von Watte in Verdampfern wurden Selbstwickelverdampfer immer populärer. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, kostengünstig verkokelte Verdampfer quasi zu reparieren. Es gibt sogar Verdampfer, die poröse Keramik zum Liquidtransport verwenden. Bei den aktuellen Top-Coil-Verdampfer werden Stahlseile genutzt, um das Liquid durch Kapillarwirkung nach oben zu Coil zu saugen quasi. Es gibt neben den verschiedenen Ausführungen auch verschiedene Einsatzzwecke für Dochte beim Dampfen. So viel zu dem Thema. Was ist der Docht beim Dampfen? Also da handelt es sich dann meistens eben um Clearomizer, die mit Dochte arbeiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war ein kurzes, knappes Thema. Ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert bzw. gefallen. Und bis zum nächsten Mal.